liebe Zuschauer, heute mit einem weiteren Buch. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich stelle es euch gleich vor und dann weiß ich es vielleicht auch selber. Nein, das war sehr verwirrend, diese Einleitung. Olli ist auch hyperaktiv. Das war eine hyperaktive Einleitung, ja. Mhm. Sehr impulsiv von dir. Okay, aber nicht, weil das Buch so spannend ist, sondern weil ich mich freue, euch wiederzusehen. Also eigentlich seht ihr nur uns, aber... Also schön, dass ihr trotzdem wieder eingeschaltet habt. Richtig. Zum Buch. Wir stellen heute ein Buch vor. Unglaublich, aber wahr. Es hat einen Titel, Olli, dieses Buch. Denke ich. Heine. Das war der Verlag, aber hast du schon sehr gut gemacht. Roman. Er kann es. Nein, das Buch heißt natürlich, natürlich, welches sollen wir heute sonst lesen? Nexus ist ein Roman von Heine. Ah, im Verlag. Ja. Okay, geschrieben von Rames Naam. Oder ihr kennt den vielleicht nicht. Er ist ja auch eigentlich kein Schriftsteller in dem Sinne, wurde in Kairo in Ägypten geboren und ist Computerspezialist. Und hat daraufhin dieses Buch geschrieben und jetzt könnt ihr euch denken, in welchem Bereich dieses Buch sich, genau, ägyptische Mythologie, dieses Buch handelt, richtig. Nein, heute haben wir ein Science-Fiction-Buch. Ein Science-Fiction? Eigentlich müsste das ja auch nicht Sci-Fi heißen, sondern Sci-Fi. Sci-Fi. Weil Fiction. Man sagt ja nicht Fiction. Fiction. Ein Sci-Fi-Buch. Genau, wir lesen halt ein Fiction-Buch, genannt Nexus. Und ich habe gehört, ich habe einfach den Rückband gelesen, dass es da um eine Droge geht, mal so ganz allgemein. Aber lasst euch einfach überraschen. Ich werde heute auch anfangen und lesen, sofern Olli mir da nicht widersprechen möchte. Möchtest du vielleicht noch irgendwelche offensichtlichen Informationen über das Buch geben? Es hat einen blauen Einband, einen dunkelblauen. Gut. Ist das zweite Science-Fiction-Buch erst, wenn ich nur so mal überschlägt, was wir so lesen. Also wirklich Science-Fiction, es gibt natürlich irgendwo Sci-Fi-Elemente im Moment, aber so an sich, das ist eigentlich... Na, viel Spaß. Gut. Das war wichtig, ne? Ich beginne. 1. Das Don Juan-Protokoll. Freitag, 17.02.2040, 22.55 Uhr. Die Frau, die sich Samantha Catarines nannte, stieg aus dem Taxi und lief zum Haus an der 23rd Street in Oklahoma. Als die Tür aufging, drangen Licht, Musik und Stimmen hinaus in die Nacht. Zwei junge Frauen traten nach draußen, Arm in Arm, in ein Gespräch vertieft. Sie lächelten Sam an, als sie an ihnen vorbeiging. Auf Sam lächelte zurück, und Sam lächelte zurück. Die Gesichtserkennung identifizierte sie und blendete auf den taktischen Kontaktlinsen schwach leuchtend ihre Namen, ihr Alter und ihre Gefahreneinstufungen und Sams Sichtfeld ein. Alles in Grün. Zivilisten. Keine bekannte Verbindung zu ihrer Mission oder zu Terroristen. Sam ließ den Blick über die Fassade des Hauses schweifen. In ihrem Sichtfeld tauchten Bauelemente, Strom- und Datenleitungen, mögliche Zu- und Ausgänge durch Türen, Fenster und Schwachstellen in den Wänden auf. Sie blinzelte es weg. Das alles nützte ihr heute Nacht gar nichts. Sie spürte einen Stich im linken Knie, als sie die Treppe hinaufstieg, eine Erinnerung an die verhängnisvolle Schießerei bei Sari. Als könnte sie diese Nacht jemals vergessen. Ihr Gesicht fühlte sich angespannt an. Ihre Lippen waren übervoll, die Wangen straff, der Unterkiefer seltsam angewinkelt. Ihre Nerven protestierten unter der Belastung ihres angestrengten Gesichtsausdrucks. Es wäre eine Erleichterung, die Muskeln zu entspannen und wieder ihre eigene Miene zeigen zu können. Bruchstücke der Einsatzbesprechung für diese Mission blitzten ungebeten in ihrem Geist auf. Ein gesprengtes Gebäude, überall verstreute Leichen. Religiöse Anführer, die von alten Vertrauten ermordet wurden. Politiker, die plötzlich und nicht nachvollziehbar ihre Meinung änderten. All die Selbstmordattentate, die Erschießungen, die politischen Umsätze, die gesichtslosen Firmen mit unmenschlichen, loyalen Supersoldaten. Verzeihung. Ja, ich muss auch mal nie. Geht weiter. Du Mensch. Ja, schlimm, ne?
die nicht nachdachten und keine Fragen stellten. Und hinter allen stand die übliche Bedrohung, die neue Nötigungstechnologie aus Beijing. Eine Technologie, die sie mit Hilfe dieser Zielpersonen vielleicht ein wenig besser verstehen und abwehren konnten. Sam öffnete die Tür und tauchte in die Party ein. Mit einem breiten Lächeln auf dem falschen Gesicht. Dröhnend laute Fluxmusik schlug er entgegen. Die Geräusche zahlreicher Körper überfluteten ihre geschärften Sinne. Die Gerüche zahlreicher Körper überfluteten ihre geschärften Sinne. Identitäten schwammen über dem Meer der Gesichter. Irgendwo an diesem Haus würde sie ihren Mann finden. Freitag, 17.02.2040, 23.10 Uhr. Und 5 Sekunden. Das steht da nicht. Tanzt du? Fragte das Mädchen. Sie beugte sich vor, nahe genug, um sich im Lärm der Party verständlich zu machen. Nahe genug für einen Kuss. Caden Lane beobachtete mit klinischer Sorgfalt, wie Don Juan seine körperlichen Reaktionen anpasste. Ein leichtes Lächeln, Freisetzung von Oxytocin, Erweiterung der Kapillargefäße in den Wangen. Eine Mischung aus Zuversicht und Erwartung. Optionale Antworten schossen ihm durch den Kopf, ansatzweise von seinen Lippen gebildet, während das Konversationspaket der Software die Möglichkeiten durchging. Ja, ich tanze gern. Klar, welche Musik magst du am liebsten? Mit einem so hübschen Mädchen wie dir immer. Signale verbreiteten sich durch das im hohen Maß modifizierte Netz der Nexusknoten in seinem Gehirn. Die Nanostrukturen der Droge evaluierten Daten, verarbeiteten sie, transformierten sie. Innerhalb von Millisekunden traf Don Juan eine Entscheidung. Der Input erreichte die Nexusknoten, die mit Neuronen in den Sprachzentren seiner Stirn- und Schläfenlappen verbunden waren. Nervenimpulse rasten von den Sprachzentren zum Motorkortex und von dort zu den Muskeln seiner Zunge und seines Kiefers, seine Lippen und seines Zwerchfells. Einen Sekundenbruchteil, nachdem er das Mädchen hatte sprechen hören, zogen sich diese Muskeln zusammen, um seine Antwort zu formulieren. »Ja, ich tanze sehr gern«, hörte Kate sich sagen. »Wer schreibt nur so lahme Dialogzeilen?«, fragte er sich. »Wollen wir mal sehen, ob es heute Nacht etwas Gutes gibt?«, fragte sie. »Wollen wir mal sehen, ob es heute Nacht etwas Gutes gibt?«, fragte sie. Francis, ihr Name war Francis. Vor 20 Minuten waren sie sich in diesem Korridor begegnet. Sie war 26 Jahre alt, Sternzeichen Jungfrau, und sie arbeitete als Grafikdesignerin. Francis roch gut, berührte ihn gern, wenn sie sich unterhielten. Und sie sah ziemlich sexy aus in ihrer engen Hose mit dem tief ausgeschnittenen Top. Sie mochte Acro-Yoga, laute Tanzmusik, Reisen nach Mittelamerika und ihre zwei Katzen. Noch nie hatte Kate jemanden nach seinem Sternbild gefragt. Und wahrscheinlich hat er es gewisserweise auch jetzt gar nicht getan. Die Software hatte es mit seinem Mund, mit seinen Lungen gemacht. Zählte das? Der ganze Test sollte demonstrieren, dass die Software Interface auf Nexus-Basis dazu benutzen könnte, Sprache und Gehör in einer realen Umgebung zu kontrollieren. Es war Rangan gewesen, der darauf bestanden hatte, diese Dating-App zum Test der Plattform zu verwenden und dass Kate das Versuchskaninchen sein sollte. »Du wirst rauskommen und etwas Spaß haben, Kumpel«, hatte er gesagt. »Du hängst nur deprimiert rum. Ein Flirt mit ein paar Mädchen ist genau das, was du brauchst.« Nächstes Mal, dachte er, kann Rangan den Feldtest selbst machen. »Klar, schauen wir mal, was los ist«, antwortete Don Juan. Kate zog sein Telefon hervor und befestigte es an der Wand. Don Juan sprach hinein. »Die heutigen Tanzpartys in der Bay Area. Volle Projektion für zwei.« Francis wandte sich der Kamera zu. Ein Partygast rempelte sie an, als er durch den Korridor an ihr vorbeirannte. Sie drückte sich gegen Kate, schmiegte sich an ihn. Ihr Körper fühlte sich wirklich warm und verlockend an, wie er sich eingestehen musste. Er legte seinen Arm um ihre Hüfte, als das Telefon seine Anfrage beantwortete. Vielleicht hatte Rangan gar nicht so Unrecht gehabt. Netzhautprojektoren suchten nach ihren Augen. Gerichtete Akustik zielt auf ihre Ohren. Die Events rollten durch ihr gemeinsames Sichtfeld. Serotonin Overload 4. Ein kurzer Werbespot für die Party überflutete ihre Sinne. Pulsierende Musik, synkopiertes Licht,
Warmes Lächeln, Tanzende, die sich umarmten und im Gleichtakt bewegten. Francis verzog das Gesicht. Etwas zu ernst für mich. Kate gluckste. Nächste. Cygnus Express. Foundraising für Projekt Odysseus. Die Weiten des Alls. Planeten, die um ferne Sonnen kreisten. Partygäste in schimmernden Nachbildungen von Druckanzügen. Piepende Erstkontaktsignale im statischen kosmischen Hintergrundrauschen, überlagert von einem treibenden Trance-Rhythmus. Francis schüttelte den Kopf. Verdammt, es fühlte sich gut an, wenn sie sich an ihn schmiegte. Im Weltraum, sagte sie, kann dich niemand tanzen hören. Kate zuckte mit den Schultern. Nächste. Care Bear von United Schemes of Sexy. Neue Bilder und Klänge, sich windende, fast nackte Körper, hautberührte Haut, stöhnende, pulsierende Töne, aufblitzende Münder, Beine und Brüste. Francis bewegte ganz leicht ihre Hüfte an ihm. Also, das sieht ziemlich heiß aus, oder? Kate lachte laut. An jedem Abend hätte er nicht den Mut gehabt, sich an eine solche Szene hinauszuwagen. Aber zum Teufel. Er hatte die Aufgabe, die Plattform, die sie auf den Nanobereich Elemente von Nexus aufgesetzt hatten, bis an die Grenzen auszureizen. Das wird ein wunderbarer Testfall, sagte er sich. Ich mache das alles nur für die Wissenschaft. Don Juan antwortete für ihn. Vielleicht hast du vor, mit mir zu flirten. Kate ließ ihn machen. Ließ ihn mit dem Auge zwinkern. Francis grinste, zog eine Augenbraue hoch und wandte sich ihm zu, während sie sich immer noch gegen seinen Körper drückte. »Das würde dir gefallen, nicht wahr?« Mit einem Aufschlag ihrer hübschen grünen Augen blickte sie zu ihm auf. »Ach, ich glaube, die Freude wäre ganz auf deiner Seite.« »Ach, ich glaube, die Freude wäre ganz auf deiner Seite,« erwiderte Don Juan. Kate legte auch den anderen Arm um ihre Hüfte und hielt sie fest, während er tief in ihre Augen blickte. Francis biss sich auf die Unterlippe. Beweise es. Kate hätte vielleicht gestottert, wäre vielleicht errötet, aber jetzt hatte er eine berechnendere Logik die Kontrolle übernommen. Zu mir oder zu dir? Sie küssten sich im Stehen, Kate mit dem Rücken gegen die Wand des Raums, in den sie sich geschlichen hatten. Francis kicherte ständig. Sie machte es mit einem Spaß und einer Begeisterung, die Kate als ansteckend empfand. Sie küssten und küssten sich, sie kicherten und flüsterten. Kates klinische Distanziertheit schwand. Jemand öffnete die Tür zum Raum, sah sie und zog sich mit einer Entschuldigung schnell zurück. Wieder kichern, wieder küssen. Kichern ging in Seufzen über, Seufzen in Reiben, tastende Hände. Die Hitze ihrer Körper steigerte sich. Francis' Atem ging kurz und schwer, genauso wie seiner. Die Dialoge sind sau schlecht, aber über das Resultat kann ich mich nicht beklagen, dachte Kate. Es gab noch einen weiteren Test, dessen Durchführung er Rangnan vergangen versprochen hatte. Nun zum kinästhetischen Interface. Er hielt die Augen geschlossen, als er sie küsste und ins Nexus-Betriebssystem eintauchte, das er auf Rangnan auf die vielen 100 Millionen Nanostrukturen der Droge aufgesetzt hatten, mit der ihre Gehirne gesättigt waren. Sanft schimmernde Zahlen rollten durch den unteren Bereich seines Sichtfeldes. Was ist los? Sanft schimmernde Zahlen rollten durch den unteren Bereich seines Sichtfeldes. Rechts ging eine Säule aus Symbolen. Ein Fenster mit den Feldtestnotizen seiner Forschungsprotokolldatei war bis zu den Titelbalken komprimiert. Das gedämpfte Dröhnen der Party rauschte immer noch in seinen Ohren. Kates innerer Blick checkte den Puls, die Atemfrequenz, die neuroelektrische Aktivität, den Interface-Status, die Werte der Neurotransmitter und der Nervenhormonsysteme. Alles grün. Er konnte das Don Juan-Programm sehen, das Rangan raubkopiert hatte, wie es die Situation modellierte, sich anständig benahm und nur die Ressourcen nutzte, die ihm zugewiesen worden waren. Er sprang weiter, suchte ein anderes Programm, das Rangan aus dem Cyberporno geklaut hatte, um es zu hacken und den Output an ihre Körperkontrollsoftware zu schicken. Peter North. Aktivieren. Peter North. Modus. Volle Interaktion. Priorität 1. Schmutz Level 2. Francis drückte sich noch begehrter an ihn.
begieriger an ihn. Jetzt kicherte sie nicht mehr. Ihre Lippen streiften sein Kinn, zupften feucht an seinem Mund. Heiß glühte ihr Körper unter seinen Händen. Ihre enge Hose war glatt und schlüpfrig und schmiegte sich vollkommen an ihrem Hintern. Sie spreizte leicht die Schenkel, lehnte sich mit der Hüfte gegen ihn und rieb ihren Schritt an seinem Bein, während sie sich küssten. Ihr leises, lustvolles Stöhnen drang direkt bis zu einem urtümlichen Teil seines Gehirns vor. Immer noch schwebten Zahlen und Symbole in seinem Sichtfeld. Kate ignorierte eine Abfolge von Reizen und ließ sich von einer anderen mitreißen. Peter North hatte jetzt das Kommando übernommen. Ein Cyber-Pornobot, den Rangan aus dem Netz geklaut und in ihr Nexus-Betriebssystem angepasst hatte, um ihre kinästhetischen Interfaces zu testen. Das Programm spuckte Bewegungen von Gliedmaßen und Vektoren von Muskeln und Gelenken aus. Die Nexus-Knoten in Kates Gehirn leuchteten auf, Signale rasten vom Motorkortex zu den Armen und Beinen und Kates Körper reagierte. Francis stöhnte leise, bewegte ihren Hintern an seiner Hand, rieb sich an seiner Hüfte. Peter North ließ Kates Hand über ihren Rücken gleiten, über den Stoff ihres Tops und hinunter auf die glatte, straffe Rückseite ihrer Hose. Die Hand drückte eine perfekte Pobacke, hob sich empor und fuhr mit einem satten Klatschen nieder. Oh, murmelte Francis, dann biss sie in seine Unterlippe nicht allzu fest und zerrte daran. Ihr Finger rieb über seine Brust, spielte mit einer Brustwarze. Zeigefinger und Daumen kamen zusammen und kniffen immerhin so fest, dass es diesmal schmerzte. Verdammt, dachte Kate, wie konnte ich jemals glauben, dass dies eine schlechte Idee sein könnte? Peter North packte Francis an den Hüften, dirigierte sie zur Couch und drückte sie auf das Polster. Die Software ließ seinen Körper über ihr niederknien, ein Bein zwischen ihren Schenkeln. Kates Hände hoben sich, wühlten sich in ihr Haar und ballten sich zu Fäusten. Peter North zog ihren Kopf zurück, zwang sie, ihn anzusehen, wartete, bis sie die Augen öffnete und in seine starrte, wartete noch einen kleinen Moment länger und legte dann seinen Mund auf ihren. »Danke, danke, danke, Rangan«, dachte er, »dass du mich gezwungen hast, hierher zu kommen und etwas Spaß zu haben.« Francis reagierte mit Fingernägeln auf seinem Rücken, scharf und selbst durch das Hemd schmerzhaft. Sie schob die Hüften auf die Sitzfläche vor, drückte sich noch fester gegen sein Knie, presste die Schenkel um sein Bein und schnurrte in seinen Mund, während ihre Hände seinen Gürtel fanden und sich unter sein Hemd drängten, um nach Haut zu suchen, um ihn bluten zu lassen. Kate bemühte sich mehr um Konzentration. Er zwang sich, weitere Notizen in seiner Protokolldatei zu machen. Schließlich war er immer noch Wissenschaftler. Verdammt. Problemlose Muskelkontrolle. Feedbacksysteme exzellent. Möglicherweise unzulängliche Schmerzreaktion. Draußen ließ Peter North ihn seine Hand um eine Brust legen, die andere weiterhin in ihrem Haar verknäuelt. Sein Hemd war nicht mehr da. Francis biss sich über seine Brust, über seinen Bauch nach unten. Eindeutig unzulängliche Schmerzreaktion. Jetzt lag ihre Hand an seinem Schritt. Kate war hart. So hart, wie die Sicherheitsgrenzwerte erlaubten, die er und Rangan im Interface kodiert hatten. Francis schien es zu gefallen. Sie lächelte verführerisch, als ihre Hand ihn durch den Stoff seiner Hose drückte und sich bewegte im gleichen Rhythmus, mit dem sie sich an seinem Unterschenkel rieb. Kate machte sich keine entsprechende Notiz. Das Erektionsmodul hatte er bereits ausgiebig getestet. Mit einem koketten Lächeln blickte Francis zu ihm auf und drückte ihn lang und fest. »Ist der für mich?« Sie leckte sich lasziv über die Lippen. In Kates Vorstellung erschien ein Bild von dem, was geschehen würde. Sein Herz setzte vorfreudig für einen Schlag aus. Er öffnete den Mund zu einer Antwort. Interface-Warnung. Signalmaximum pro Sekunde. Parameter. Interface-Warnung. Paket verloren an Verbindung. OXE439A4B. Interface. Fehler. Anschluss nicht gefunden. OXA278811E. Interface. Fehler. Anschluss nicht gefunden. OXA278811E. Interface-Warnung. Scheiße, dachte er. Fehlermeldungen und Warnungen überfluteten Kates Sichtfeld. Die Parameteranzeigen schossen in den gelben und roten Bereich. Die intrakortikalstationelle Bandweite war gesättigt.
Pakete wurden fallen gelassen, die CPU-Zyklen wurden massiv von Fehlersuche- und Fehlerkorrekturpaketen beansprucht, die sich gegenseitig behinderten, während sie hektisch die Probleme zu beheben versuchten. Draußen hatte weder Peter North noch Kate die Kontrolle über seinen Körper, seine Hüften zuckten krampfartig vor und zurück immer wieder, seine Hände hielten Francis' Kopf festgepackt. Sein immer noch bekleideter Schritt schlug ihr bei jedem Hüftstoß ins Gesicht, sein Mund stand weit offen, sein Blick war unfokussiert, inkohärente Laute drangen aus seiner Kehle. Uck, uck, uck. Interface-Warnung, Signalmaximum pro Sekunde, Parameter, Interface-Warnung, Signalmaximum pro Sekunde, Parameter, Interface, Fehler, Scheiße, 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 System anhalten, befahl er. Nichts, System anhalten, wiederholte er, nichts, System anhalten, scheiß System anhalten. Die neuromuskuläre Stimulation hörte auf. Kates interne Displays verschwanden, seine Muskeln entspannten sich, die Hüften stellten die Bewegung ein, die Hände ließen Francis Kopf los. Erfolg. Kate schnappte Luft. Dann zog ein weiterer heftiger Krampf sämtliche Muskeln seines Körpers zusammen. Und noch einer. Und noch einer. Was? Ach du Scheiße! Kate ejakulierte. Er warf sich von Francis herunter und brach auf dem Bett hinter ihm zusammen. Also... Sein Rücken bog sich durch und seine Zehen verkrampften sich, als irgendeine Nebenwirkung der Stimulation um eine Ganzkörperekstase verschaffte. Lachen platzte aus ihm heraus, Tränen liefen über das Gesicht, er drehte sich auf die Seite, erfüllt von Wonne, Verwirrung, Ausgelassenheit und einem tiefen, warmen, schläfrigen Gefühl des Friedens. Was zum Teufel war das? Francis war aufgesprungen und brüllte ihn an. Eine Hand lag an ihrem Gesicht. »Was zum Henker ist los mit dir?« Kate rollte sich benommen herum, öffnete den Mund, um sich zu entschuldigen, sich zu erklären und versuchte, sich aufzurappeln. »Francis!« »Du bleibst hier, Wichser!« Sie richtete einen anklagenden Finger auf ihn. »Ich werde jetzt diesen Raum verlassen, und wenn du es wagst, auch nur einen kleinen Finger zu rühren, werde ich schreiend um Hilfe rufen.« Sie zog sich zur Tür zurück. »Hey, warte, es tut mir leid, ich wollte nicht... halt die Klappe, blödes Arschloch!« »Schnellschusswunder! Wenn du das nächste Mal eine harte Nummer durchziehen willst, solltest du vorher fragen. Idiot!« Sie riss die Tür auf und schlug sie hinter sich zu. Von draußen hörte er sie sagen, »Hey, da drinnen ist irgend so ein kranker Irrer!« »Nun ja«, dachte er, »das ist nicht so gut gelaufen.« Das ist absolut richtig. Das ist eine gute Schnittstelle. Eine gute, ja, Abschlussstelle. Also ich würde sagen, man hat in diesem... Ach, guck mal. Das ist gar nicht, also wir lesen doch kein Science-Fiction, wir lesen ein Porno. Nexus nennt sich der. Aber das sind diese Fantasien, hat ein Computerspezialist über die Zukunft. Und ich glaube, genau so was wird dann kommen, wenn es wirklich soweit ist. Nee, das ist mein nicht ernst. Das ist jetzt kein Spaß. Weil genau so was... Naja, was man gerade gelesen hat. Genau so wird es kommen. Menschen, ja, genau, ja, natürlich. Menschen sind halt bekloppt. Naja, nee, es geht ja darum, dass wenn so eine Scheiß, was heißt Scheiß, wenn so eine Technik dann auf den Markt kommt, das Erste, was dann groß rauskommt, sind Pornos. In dem Zusammenhang. Das meinen Sie, ja, das stimmt. Ja, ich meine, ne, das Älteste und so weiter. Was ist das? Egal. Das ist nichts zu identifizieren. Das war Nexus von Rames Naan. Also man hat jetzt doch schon relativ deutlich bekommen, was es mit der Droge so auf sich hat. Scheinbar auf sich hat. Das war doch keine Droge, ne? Doch. War ja eine Technik. Nexus ist eine Droge. Na, aber die hat man doch eingepflanzt bekommen. Genau. Das war doch das, was die... Das ist eine neue Droge auf dem Markt, die getestet wird jetzt. Mach weiter. Ja. Egal, auf jeden Fall. Das ist ja... Das steigert anscheinend auch die Empfindung aller Art. Ist aber eine Technik. Und das, ja... Und es ist auch noch nicht ganz ausgereift, wie es scheint. Beziehungsweise war ja auch illegal geklaut, wenn ich das verstanden habe. Wenn ihr den Film, Wie hieß der denn jetzt? Na, erzähl's mal weiter. Ich war fertig. Okay. Ja, an sich so wegen Computerspezialisten so, also man merkt das auf jeden Fall. Ja. Schöne Fachbegriffe sind hier drin. Ejakulat zum Beispiel. Man sieht ja auch, also am Anfang hat man jetzt eigentlich nur so die Party-Szene mitbekommen, ne? Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann, wenn es so weit kommen sollte, diese Party-Szene ungefähr so ablaufen könnte. Ich sage auch mal so,
Computerspezialist wird jetzt vielleicht immer mal verbunden mit Nerd, ne? Und diese Beschreibungen, die dann da so in dieser heiklen Szene gewesen sind, naja, ist schon sehr viel Fantasie dabei. Ja. Aber am Anfang hat man, was wollte ich noch sagen? Ja, doch, man sieht dich doch. Ja, ist doch gut, aber wir kennen doch jetzt das Buch. Muss ich auch sagen, am Anfang hat man ja noch ein bisschen was gesehen über oder gehört über die Agentin oder guck was jetzt auch wieder immer. Wie der Film heißt. Ja, ist gut. Mach. Du weiter. Hättest aber auch einfach noch was zum Buch sagen können. Über die Agentin und dass es anscheinend auch irgendwann später Regierungsverwicklungen geben wird. Ne, die sucht bestimmt da nach dem, ne? Die sucht ja das Don Juan-Protokoll. Ja. Und nicht das, oder. Dadurch wird sie wahrscheinlich darauf kommen. Wahrscheinlich. So, der Film ist mit Ralph Fiennes. Ohne Limit? Das hättest du mir ja gleich sagen können, den kenne ich doch. Nicht? Ohne Limit, das ist mit Bradley Cooper. Echt? Ja. Und. Strange Days, genau. Okay, dann kenne ich ihn doch nicht. Strange Days ist so ähnlich, ist jetzt nichts, was im Körper ist, sondern, sagen wir mal, ist so ein kleines wirkliches Interface, was man sich dann über den Kopf stülpt, wo man also sich selber über den Kopf stülpt, dadurch Emotionen und so aufnimmt und der Gegenüber kann das auch machen und bekommt dann die Emotionen, die man selbst hat oder die ein Fremder hat, selbst in den Körper. Was ganz hart ist, in dem Film gibt es nämlich vielleicht ein kleiner Spoiler jetzt hier, so eine Vergewaltigungsszene, wo der Typ, der vergewaltigt, sich das aufsetzt und der Vergewaltigten das auch aufsetzt. Das heißt, die muss erleben, wie er sich fühlt bei der Vergewaltigung. Und wobei, er aber auch. Wobei, er fühlt das schon von sich aus nur. Aber ich dachte, er hat sich das auch aufgesetzt. Ja, um ihr zu vermitteln, was er fühlt. Ach nicht, dass er, das genau. Geht nicht auch umgekehrt. Also die Vergewaltigung, nee, na doch, das würde sich, na doch, wenn sie tauschen würden. Es gibt immer einen Empfänger und einen... Genau. Okay. Und das ist halt ziemlich hart. Das ist ja krank. Das, genau, und, ne? Aber lohnt sich der Film. Hm. Glaube ich. Gut. Ich glaube, das war's, ne? Von Rames wenn ihr wollt, dass das Buch weitergelesen wird, dann schreibt's bitte rein. Wir können, oder wenn ihr einen Vorschlag habt, was ihr noch so geschrieben habt und wollt das gerne hören... oder vorgelesen bekommen, dann schreibt es auch. Immer her damit. Oder wenn ihr mehr Science Fiction wollt, weil es, wie gesagt, erst das zweite in 37 Büchern, also es ist schon, eine kleine, fast rande Rubrik, kann man hier sagen. Aber wenn ihr wollt, dass wir mehr davon oder mehr Science Fiction lesen sollen, schreibt es bitte auch gerne rein, weil wir stehen auch ein bisschen auf Science Fiction, machen es aber nicht, weil halt auch andere Gebiete noch da sind. Abgedeckt werden müssen, genau. Wenn ihr allerdings wollt, dass wir alles lesen, was es von Science-Fiction-Büchern der letzten 50 Jahre gibt, dann dürften wir das wahrscheinlich nicht machen, beziehungsweise nicht hinterherkommen. Okay, die letzten 50 Jahre, ne? Das kriegen wir hin. Ne? Gut, danke schön. Das einfach nicht. Ja, danke für das Zusehen, Zuhören, Mitleiden. Mitleiden. Hoffentlich hat euch das Buch nicht zu sehr in Wallung versetzt. Und falls doch, beschreibt gerne eure Nein! Gefühle, die ihr dabei habt. Warum nicht? Lasst doch mal ihre Gedanken freien Lauf. Das ist ein freies Land hier, ja? Echt? Nö. So, und von daher. Macht's gut aus dem Studio in Tadschikistan. Tschüss. Freies Land. Freies Land. Alter, ich habe das gerade nicht verstanden. Dann hat's gerattert, was ihr Studio in Tadschikistan. Das war gut.